Es ist immer wieder so schön, als wär's das erste Mal. Der 13. Sky Golf Cup in Velden am Wörthersee, ausgetragen im Golfparadies Köstenberg. In diesem Jahr auch das Finale eines Austria Swings und alles andere als eine Selbstverständlichkeit unter den bekannten Umständen. Den Sky Golf Cup in Kärnten, den kann niemand aufhalten, nicht einmal ein Virus. Ihr seht ja, wir haben perfektes Wetter, die Stimmung ist wirklich ausgelassen, muss man sagen. Es war ein Riesenspaß und eine ganz besondere Freude, eine Legende begrüßen zu dürfen. Das Kärntner Original Franz Klammer. Wir haben viele Seen und wir haben viele Berge und dazwischen drin haben wir die Golfplätze und es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Am Ball Sky-Abonnenten aus nah und fern. Wer sich rechtzeitig angemeldet hatte, war dabei im Feld der 112 Glücklichen. Wir kommen aus Berlin und wir sind 910 Kilometer angereist, um bei diesem großen Highlight hier dabei zu sein. Und bei so einem großen Turnier sind dann auch altgediente Stammgäste schon mal ganz schön aufgeregt. Oder auch nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Es ist ja hier Spaß und alles, was kommt, ist gut. Und was nicht kommt, können wir eh nicht ändern. Besser können wir es nicht. Dann würde ich sagen, auf geht's, oder besser gesagt, tanzen, Uwe, tanzen! Es war beeindruckend, welche Schwungvarianten die Sky-Abonnenten in der Corona-Pause einstudiert hatten. Heiß begehrt der Longest Drive, also hoch und weit war das Ziel. Am Grün angekommen, stand dann dem Erfolg nichts mehr im Wege. Meistens jedenfalls. Und dann waren da noch die Puttkönige, die fast jeden Ball versenkten. Irgendwann war der Ball dann drin im Loch. Sensationell gut. Super Platz-Conditions, super Halfway, alles optimal, wie immer bei Sky. Und Ihr Lieblingsloch, die 18? Die 18 war sensationell, wunderbare Putting-Leistung, wirklich ein Spaß. Ja, danke. Für die Zuschauer, für Sie auch? Ja, auch für mich war es ein Spaß, dass dann vorbei war, ja. Auch Single-Handicapper Franz Klammer durfte zufrieden Bilanz ziehen. Naja, es war eine sehr kurzweilige Runde, weil ich sehr oft am Ball war. Also ich war nicht vom Ball zu trennen. Und am zweiten Loch habe ich schon eingefadelt. Also, und da war mein Spiel ist schon vorbei. Andere waren erfolgreicher, nicht nur bei der Halfway-Verpflegung, auf einem malerischen Golfplatz. Wie überhaupt die Verköstigung wie immer erstklassig war. Was gibt es Schöneres, als nach einer gelungenen Golfrunde bei einem guten Glas Wein, einem wohlschmeckenden Menü, sich herrlich den Abend auszuspannen und zu genießen. Auch der 13. Sky Golf Cup in Velden-Köstenberg war ein unvergessliches Erlebnis und ein Saisonhöhepunkt am Wörthersee. Wunderschöner Golfplatz mit sehr, sehr schnellen Grüns, sehr, sehr anspruchsvollen Fahnenpositionen und ein sehr, sehr anspruchsvolles Abendprogramm. Und das rundet das Ganze. Es war ein ganz besonderer Abend im Seehotel Europa. Trotz der getroffenen Abstands- und Hygieneregeln über die behördlichen Anordnungen hinaus. Die Menschen sind ganz anders drauf als die Jahre zuvor. Sie sind dankbar, sie sind emotionaler, möchte ich fast sagen. Und es ist eine ganz tolle Stimmung. So habe ich es wirklich noch nie erlebt. Die strahlenden Gesichter beim abendlichen Filmspaß waren die Belohnung für den Mut, den Sky Golf Cup auch in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Wir haben sozusagen den Sky Golf Cup eröffnet in Seefeld, waren dann in Zell am See und haben einen krönenden Abschluss, wie immer, hier im Seehotel Europa und in Velden-Köstenberg. Gemeinsam angestoßen wurde auf das Hole-in-One von Jörg Jahn aus Baden-Württemberg. Und gefeiert wurden die Sieger des Finalturniers einer außergewöhnlichen Turnierserie. Die Atmosphäre, die Leute, die gute Bewertung, also alles drumherum. Es ist einfach mega. Und so soll es auch im nächsten Jahr sein, wenn es wieder heißt, willkommen in Österreich, in Kärnten und am Wörthersee.